Hallöchen, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Castle. Wieder mit dabei der gute Shoninja. Hallo. Und wir fangen natürlich wieder im Gefängnis an. Du solltest vielleicht dazu sagen, dass. Achso, Lost Castle hast du ja gesagt. Ja. Genau. Wir hatten eigentlich einen ziemlich guten ersten Run und dann sind wir bei ziemlich schlechten zweiten, dritten Run gescheitert. Aber hier hatten wir jetzt inzwischen diese Kisten da freigeschaltet. Boah, mit I, glaube ich, konnte man irgendwas tauschen oder so, ne? Boah, kein Plan mehr. Was meinst du mit tauschen? Na, die Items, die man benutzen kann. Ah ja, das fand ich ganz geil. Mit dem Huch! Warte, ich will mal kurz gucken, ob ich hier irgendwie sehe, was ich schon freigeschaltet habe. Mein Skillbaum. Aber den sieht man, glaube ich, nachträglich gar nicht mehr, oder? Nee, leider nicht. Warte mal, hier nicht. Ist Select. Und dann hatte man hier oben dieses Menü. Oder Tab. Das war Tab, genau. Mit Tab, bei dir. Ja, mit I konnte ich es benutzen und mit. Oh, ich glaube, ich brauche ein zweites, bevor ich das wechseln kann. Ah ja, okay, mit. Du bist auf jeden Fall mit Bogen ziemlich gut umgegangen letztes Mal. Und ja, ich bin jetzt. Auch hab, geil. Ach, vor allem die Küsten machst du auch Schaden. Ich habe gerade schwere Rüstung, hatte ich auf jeden Fall ein Upgrade und deswegen würde ich jetzt vielleicht auch mal mit einem 2 hinten rumlaufen. Warte mal, es gab noch zwei Angriffe, ja. Naja, also bei mir ist es J, das ist halt dieser Special Move. Das ist Ausweichen. K ist mein normaler Attack und wenn ich L drücke, dann macht der. Ach, soll ich mal tatsächlich die Kisten kaputt? Warte mal, genau. Mir fehlt noch ein Move. Ja. Nimm du mal den Crit hier mit, diesen lila Kristall, den haben wir testen und die Verteidigung am besten auch. Oh, ich glaube, der Rest hat alles haben. Ich sehe gerade nicht, wie auf dem. Achso, ja, Items muss ich auch einsammeln. Wie auf dem Dings war. Da ist es. Achso, ich muss warten, bis ich voll Mana habe. Mein Trank. Siehst du, was der Trank macht? Wir hatten ja letztens herausgefunden, dass. Nee, ich glaube, das zählt immer pro Run. Nee, das ist insgesamt. Wir hatten irgendwo dieses Bestiarium gehabt draußen, außerhalb, glaube ich. Okay, siehst du den? Nee, noch nicht. Aber kannst du ja schlurfen. Huch! Die Haarfarbe verändert sich. Lol, er hat doch gesagt, findest du, dass ich irgendwie anders aussehe? Ah, Gott, ey, das wird so nervig werden. Was meinst du? Die Steuerung, die ist zum Kotzen. Ich sollte mir echt mal einen Controller holen. Aber ich wollte gerade sagen. Stadia. Dann habe ich ja den Stadia-Controller. Aua. Ich bin mit meinem Xbox One-Controller mehr als zufrieden. Ich habe, glaube ich, auch einen Xbox-Controller, aber die funktionieren alle bei mir irgendwie nicht. Also damals gab es ja Probleme mit einem Treiber. Mittlerweile hatte Microsoft da einen offiziellen sogar nachgelegt. Also, wow. Vielleicht sollte ich mal tatsächlich meinen Controller rausholen. Hol ihn mal raus, bitte. Hier ist eine Kiste hinten gespawnt. So, so wechsel ich. Weißt du noch, was an Essen am meisten wert war? Ich glaube, die Keule, dann die Banane und am schlechtesten war der Apfel, Keule. Ja. Genau. So, wenn ich jetzt noch weiß. Vorher ein Schwall magischer Kugeln, aber die magische Kraft, sie hat es gerade rechnen für einen Angriff, dann nehme ich auch mit. Ach ja, die Banane bleibt ja liegen. Werfen und ducken. Brauchst du einen Boomerang? Nö, mach durch. Ich bin eben Nahkampf eher. Wollen wir wieder so machen? Immer abwechselnd, einer entscheidet den Weg. Oh, das ist mir völlig egal. Okay. Lauf einfach irgendwo lang, ich lauf dir daher. Du bist mein Schwertkämpfer. Sowas wie Blocken gab's, glaube ich, nicht, ne? Nee, also höchstens hier dieses Dodgen könnte man halt machen. Wie machst du das? Mit Y. Mit J meine ich. Hast du doch keine Skillpunkte. Achso, das ist bei mir der schwere Schlag. Nee, der schwere Schlag ist bei mir das hier. Das ist dein normaler Angriff. Also du musst irgendwo noch irgendwie einen Dodge haben oder so. Meine Taschen sind voll, oh nein. Ich muss aber immer jeden Müll mitnehmen. Also laut Tastenbelegung gibt sowas nicht. Au. Oh, das war schon ein Boomerang. Aber ich glaube, das war bei der 2 einfach so, dass man das nicht hatte.
Das könnte ein Fehler gewesen sein. Verteidigung minus 1, ist ja schade. Na gut, das macht dich umso mehr jetzt zum Range-DD. Egal, man muss ja trotzdem den Trank einmal saufen. Aber ich bin immer noch nicht sicher, ob das nur für einen Run zählt. Das wäre ziemlich unsinnig. Wir können danach nachgucken. Also, wir sehen es ja irgendwann. Wenn wir mal tatsächlich weiter überleben werden. Ja, aber ich würde grundsätzlich nicht sagen, dass wir bei dem zweiten, dritten Run irgendwie schlechter waren. Guck mal, das sieht doch nach einer schönen Aladdin-Magierrobe aus. Da ist ein Passer, irgendwo ein Topaz. Ich habe keine Ahnung, wo die Rüstung ist. Und wie steht da mit dem Topaz? Oh ne, ist was anderes, oh, da ist die Robe. EP plus 25, Verteidigung plus 7, zählt die Eigenschaft für Stab? Das ist okay. Was hast du für eine Rüstung gehabt? Was so? Standard. Gab es hier mehrere Wege? Ja, eigentlich schon. Unten und rechts. Ja, gut. Geil. Nur eine. Was sind das? Ich hätte ganz gerne mal wieder meinen kleinen Dino. Fassungsvermögen deiner Tasche erhöhen. Hatten wir bisher irgendwie mal Probleme wegen Aufnehmen? Eigentlich nicht, oder? Am Ende hatten wir eh nicht genug. Na, dann nimm du. Aber, sag ich, nimm du mal den restlichen Futter mit. Ach krass, doppelt so viel hast du jetzt fast da oben. Ach okay, ich sehe das gar nicht bei mir. Müsste ja hier Dino kommen, oder? Oh, sogar die droppen sowas, random. Verteidigung, kannst du den mitnehmen? Ah, schade. Was haben die so eine Axt? Achso, rechts ist wieder so ein Anspawner, ja. Wollte gerade sagen, ja, irgendwie, das sah wie eine Krone aus. Krass. Der eine, der hinter mir war, die Attacke noch abgekriegt, obwohl er echt weit weg stand. Also hier von der Falle, die runterfiel. Ich glaube, der hat auch schon wieder so ein Verteidigungsding, nice. Was ich gerade sagen wollte, ich glaube nicht, dass wir beim zweiten, dritten Run irgendwie schlechter waren. Wir haben ja mit jedem Run, den wir gemacht haben, haben wir ja auch was Neues freigeschaltet. Und neue Gegner oder was nicht. Ich glaube, das Spiel wird auch einfach ist stärker. Ein Roguelite, ne? Roguelite. Roguelite? Naja. Crit. Ja, nimm du Crit. Eine Bombe! Du hast Platz, ich glaube, ich bin voll. Ah, den Schädel nehme ich mal mit, ich habe noch einen. Hähnchenkeule, hast du noch Platz? Hast du einfach auch noch mitnehmen. Ich könnte doch nur was essen, ja. Hatten wir jetzt eigentlich jemals hinter so einer Säule irgendwas gefunden? Bisher nicht, ne. Ne, bisher nicht. Bei Lost Castle, ne, wie heißt das? Castle Crasher. Castle Crasher. Ich wusste, irgendwas mit Castle war es auch. Da gab es das ja tatsächlich, ja, dass da irgendwelche Tiere versteckt waren oder so. Echt, ja? Daran erinnerst du dich noch? Mhm. Ja, du hast gerade ein glückliches Händchen. Was die Räume angeht. 2 von 3, ja. Oh, da ist der Boss. Können wir überspringen, oder? Überspringen, ja. Ja. Ich nehme mal meine mysteriöse Halskette. Hallo. So, da wird der schon. Aua. Dachte ich mir. Na, entscheidest du dich? Nom 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 nom. Fleisch. Ja, konnte ich einen guten Schaden machen gerade. Vor allem den Popo. Hast ihn eingeheizt. Ei! Ach scheiße, der hat ja so einen riesen AOE. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, ja, komm zu mir. Ja. In so Momenten wäre es schön, wenn ich einen Dodge hätte. Kann er mal wieder irgendwann dashen? Da, dash auf dich. Cool. Das war ja easy. Ist da ein Apfel? Sehe nicht. Oh, hab ich gerade mitgenommen. Ja, hab ich gerade mitgenommen aus Versehen. Hui, das Butcher sieht geil aus. Mehr Leben, mehr Stärke. Das Messer ist groß und trägt die volle Verantwortung. Warte, nein, du Geld trägst durch. Die Verantwortung. Wenn man durch das ganze Geld durch, damit du oben ein bisschen was kriegst. Fähigkeit ist Wahnsinn. Das hat gegen Gift. Verschlechterungszauber.
Wollt ihr mal einen Trank? Schutzschild! Ah, jetzt habe ich das hier. Das, was die anderen haben mit diesem... Oh, cool. Und ich bin ein bisschen schneller dadurch. Man kann auch irgendwo wieder was ablegen, ne? Ich glaube, das ging über Momentar. Ja, ich glaube, ja, habe ich, glaube ich, auch gerade bei der Steuerungsbelegung gesehen. Ja. Ah, ich habe meinen Trank noch nicht ausprobiert. Try it! Ja, eigentlich finde ich immer so, zum Bosskampf ist sowas immer am besten. Achso, wir hatten immer nach einem eine Pause gemacht, oder wollen wir jetzt die Folgen ein bisschen länger machen? Den zweiten gleich noch mit? Nö, machen, das ist pro Dings eine Pause, glaube ich, ist ganz okay. Nach 10 Minuten? Okay. Ja, wenn es halt ein bisschen kürzer ist, halt so, ne? Okay. Dafür haben sie mehr was davon. Bis zum nächsten Mal, Freunde, bei Lost Castle. Bis dann. Tschüss. Ciao.